90 plus 6 schon die Ecke. Torhüter Bethke war mit vorn. Da ist er. Leon Bethke. Das ist einfach unfassbar. Das Tor für die VSG Altlinike in allerletzter Sekunde. Der Torwart trifft. Was für Szenen im Karl-Liebknecht-Stadion. Ja, geglaubt habe ich von Anfang an, als ich nach vorne bin, weil sonst kann ich ja gleich hinten bleiben. Klassischer Eckball, Nachspielzeit, da haut man nochmal alles nach vorne, egal ob man jetzt 2-1 oder 3-1 verliert. Ja, dann stand ich da, der Eckball kommt rein über mich drüber, ich stelle mich irgendwo in die Mitte da rein, wird nochmal quer geköpft, auf einmal liegt er da frei vor mir, ich grätsch rein, sehe nur noch im Liegen durch die ganzen Beine, wackelt das Netz auf einmal und dann war nur noch pure Freude und Erleichterung, dass wir das noch gezogen haben. Ja, allererstes, also ich habe noch nie mal aufs Tor geschossen im Spiel, also das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie einen Ball in der Nähe vom 16er gekriegt habe. Ja. Aber warum so souverän verwandelt? Wo kommt das her? Ach, souverän würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe einfach nur drauf gehalten irgendwie. Aber ich habe irgendwann, als ich 10, 12 war in der Halle, immer Stürmer gespielt, aber nur für 2 Minuten, weil dann war ich kaputt. Und später ist dann wieder zurück ins Tor gegangen. Vielleicht ist heute da was hängen geblieben.